Ja, und wir gehen und bleiben in Berlin und dort steht schon mein Kollege Erhard Schärfer. Es geht nämlich heute im Bundestag um die Befragung der Bundesregierung und insbesondere heute Befragung des Bundeskanzlers. Nämlich immer vor Ostern, vor der Sommerpause und vor Weihnachten ist der Kanzler dran und muss seine Politik erklären. Was wird denn dort heute eine Rolle spielen, Herr Schärfer? Ist es dann nur die Ukraine oder wird das dann auch nochmal eben zum Beispiel das, was Karl Lauterbach angesprochen hat, könnte das auch noch eine Rolle spielen? Ich sag's mal so, Bernd Rasim, wir haben 120 Tage Ampelkoalition, das heißt, wir haben auch 120 Tage Bundeskanzler Scholz. Da hat sich schon das eine und andere Thema angesammelt in diesen Monaten. Nicht nur Ukraine, sondern beispielsweise auch die Impfpflicht, die hier morgen abschließend beraten werden wird und wo es in den vergangenen Tagen ja doch noch einiges an Bewegung gegeben hat. Aber im Mittelpunkt mutmaßlich heute haben wir ja immerhin 42 Tage lang Krieg gegen die Ukraine. Wir haben 39 Tage der sogenannten Zeitenwende, die der Bundeskanzler ausgerufen hat am 27. Februar hier in der Sondersitzung des Bundestags. Und heute steht er nun den Abgeordneten zum zweiten Mal in diesem Jahr Rede und hoffentlich auch Antwort. Und wir werfen vorab aber schon mal einen Blick auf diese sogenannte Zeitenwende und ihre Folgen. Und das tun wir mit Nils Schmid, dem außenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion. Ihnen einen schönen guten Tag. Und ich begrüße Johann Wadephul. Fragen Sie mich jetzt nicht, warum ich da jetzt gestolpert bin. Johann Wadephul ist der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion und zuständig und gut im Bild zu den Themen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Auch Ihnen einen schönen Tag. Ich weiß jetzt übrigens auch wieder, normalerweise sage ich hier guten Morgen, das funktioniert um diese Zeit aber nicht. Werden wir wieder ernst und der Situation angemessen. Zeitenwende, das Stichwort habe ich schon genannt. Wie viel hat Herr Schmid die Koalition, wie viel hat aber auch die Bundesregierung bislang dafür getan, um dieser Zeitenwende gerecht zu werden? Eine Menge. Also wir haben ja den Bundeshaushalt, der in Vorbereitung ist. Die Grundgesetzänderung für das Sondervermögen, 100 Milliarden für die Bundeswehr, ist in Vorbereitung. Wir werden also in den nächsten Wochen dieses Sondervermögen beschließen und damit die Bundeswehr besser ausrüsten. Wir haben in der NATO besprochen, dass auch die Bundeswehr sich an dem Schutz der Ostflanke im Baltikum und in anderen östlichen NATO-Staaten beteiligt. Und vor allem haben wir mit Waffenlieferungen die Ukraine in die Lage versetzt, besser gegen den russischen Angriff vorzugehen. Das ist gut. Da waren schon viele Stichworte drin, die ich hier sowieso auf meinen Zetteln habe. Die werden wir gleich mal vertiefen. Herr Wadephul, was wollen Sie heute wissen vom Bundeskanzler? Ja, überhaupt, dass er mal wieder Stellung nimmt gegenüber dem Deutschen Bundestag. Er hat eine große Rede gehalten am 27. Februar. Danach erscheint er hier nicht allzu häufig. Bundeskanzlerin Merkel hat nahezu zu jedem EU-Gipfel eine Regierungserklärung gehalten. Wir haben jetzt einen neuen, traurigen, schrecklichen Höhepunkt des Ukraine-Krieges mit den Massakern in Butscha. Und ich hätte mir eigentlich auch gewünscht, dass der Bundeskanzler dazu morgen auch im Deutschen Bundestag in Form einer Regierungserklärung das Wort ergreift. Aber wir werden ihn jetzt dazu fragen. In der Tat, das ist bemerkenswert, der Kollege Schmid hat es gesagt, die Bundesregierung hat die Zeitenwende eingeläutet. Das ist ganz was anderes, als was im Koalitionsvertrag drin stand, was man sich vorgenommen hatte. Aber in der Tat, man hat eine Anpassung vorgenommen. Die Union unterstützt das im Prinzip. Aber wir wollen natürlich jetzt auch Einzelheiten wissen, was geschieht konkret, damit die Ukraine sich wirklich wirkungsvoll verteidigen kann. Wir werden auch auf diesen Punkt dann noch mal gucken. Eine ganz wichtige Diskussion in den vergangenen Tagen ist unter anderem gewesen, dass viele ehemalige SPD-Minister in Amt und Würden oder auch jetzt der jetzige Bundespräsident sich geäußert haben zur Russlandpolitik. Auch die mecklenburg-vorpommersche Ministerpräsidentin Schwesig hat Fehler eingeräumt, der Bundespräsident auch in der Russlandpolitik. Wer, Herr Schmid, muss sich noch alles äußern in dieser Klarheit? Ich glaube, alle in Deutschland, die in den letzten Jahren Verantwortung getragen haben, auch Kanzlerin Merkel zum Beispiel, haben die Russlandpolitik zu verantworten. Und man sollte sich auch nicht täuschen. Es waren damals auch andere Umstände und man hat damals nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ich würde das niemandem absprechen, weder Frau Merkel noch Frank-Walter Steinmeier. Umso wichtiger ist es, dass man dann auch entschlossen umsteuert, nachdem das bisherige Verhältnis zu Russland durch Putin zerstört worden ist. Und entsprechend ist es gut, dass jetzt Olaf Scholz gehandelt hat. Sigmar Gabriel und Heiko Maas haben Sie jetzt nicht erwähnt, die beiden Außenminister der letzten beiden Legislaturperioden, die ja auch unterschiedlichen Umgang gepflegt haben mit Russland und mit Wladimir Putin. Ja, aber ich finde jetzt nicht, dass sozusagen jeder sich äußern muss.
Ich finde es gut, wenn Bundespräsident Steinmeier es tut. Entscheidend ist das Handeln der jetzigen Regierung. Und da hat Scholz einen klaren Kurs vorgegeben, den wir auch in der Breite der Koalition unterstützen. Aber so ein bisschen Aufarbeitung und nochmal sagen, warum haben wir so entschieden, was zu dieser heutigen Situation auch mitgeführt haben könnte zumindest? Gerhard Schröder würde ich auch gerne mal hören beispielsweise. Ja, den hört man ja hin und wieder. Unbedingt in unserem Sinne. Aber ich glaube, entscheidend ist wirklich, dass wir aus der Erfahrung unserer Beziehung zu Russland lernen für den Umgang mit anderen autoritären Regimen. Wir wissen ja nicht, wie sich das Verhältnis zu China beispielsweise weiterentwickelt. Und die Herausforderung durch China, technologisch, ökonomisch, aber auch sicherheitspolitisch, ist noch von einer anderen Dimension als die von Russland. Und wir wissen, dass Wandel durch Handel im Verhältnis zu Russland immer weniger gebracht hat, zuletzt gar nichts mehr. Und entsprechende Fragen müssen wir uns auch im Verhältnis zu China stellen und daraus die Schlussfolgerung zu ziehen. Ich glaube, das ist jetzt die Aufgabe, also aus der Vergangenheit lernen für den Umgang mit anderen Herausforderungen, wie zum Beispiel China. Wann, Herr Wadefuhl, hören wir denn noch mal was von der Altkanzlerin zu diesem Thema und ihrer Rolle und ihren Gedanken, die sie sich zu jener Zeit gemacht hat? Weil es ist ja durchaus was dran an dem, was Herr Schmidt sagt, denkt, wir sind von anderen Voraussetzungen ausgegangen, aber die kann man ja trotzdem mal erklären. Ja, natürlich. Das wird die Kanzlerin selber entscheiden, wann und wie sie sich äußert. Würden Sie sie gerne mal hören zu dem Thema? Ja, natürlich. Also ich habe in den vergangenen Tagen die Bitte geäußert, dass der Bundespräsident sich äußert. Er hat wahrscheinlich nicht auf mich reagiert, aber er hat sich geäußert. Ich fand's gut. Den ukrainischen Botschafter. Ja, der hat ihn sehr stark angegriffen. Ich bin insgesamt der Meinung, wir sollten es schon aufarbeiten als Deutscher Bundestag. Ich kann mir vorstellen, dass wir eine Enquete-Kommission zu dieser Frage mal einsetzen, weil in der Tat, da stimme ich dem Kollegen Schmidt zu, ich finde, alle haben Anlass, das aufzuarbeiten. Wir sind aber auch von anderen Annahmen ausgegangen und die Frage ist ja, was lernt man aus Fehlern? Das ist ja im normalen Leben so und das ist auch im politischen Leben so. Wir haben übrigens auch noch zwei Fraktionen, ganz links, ganz rechts, die heute noch nichts davon lernen wollen und noch ein unkritisches Verhältnis auch zu Russland nach wie vor haben. Also darüber, wir haben auch hier übrigens Autokorsos in Berlin mit russischen Flaggen in Zeiten, wo wir das Massaker von Butscha gewärtigen müssen. Also wir haben in Deutschland schon insgesamt einiges aufzuarbeiten. Ich nehme für uns in Anspruch, dass wir seit 2014 schon manches gelernt haben. Wir sind für 2% eingetreten, eine stärkere Bundeswehr. Das war in der Großen Koalition noch nicht durchsetzbar. Jetzt will es Bundeskanzler Scholz. Mhm. Also die deutsche Politik ist, glaube ich, insgesamt lernfähig, aber wir müssen uns dafür auch Zeit nehmen. Also für Nord Stream 2, irgendwie, um das einfach nur noch mal zu platzieren, gab es auch jede Menge Befürworter in der Union. Ne? Selbstverständlich. Ja. Außerhalb jeder Frage. Wir haben das unterstützt. Ich zähle mich selber auch dazu. Das ist vollkommen klar. Wir haben schon gedacht, dass wenn es vernünftige Wirtschaftsbeziehungen gibt, dass es die Möglichkeit auch gibt, auch in einigen politischen Grundfragen auch zu Verständigungen zu kommen, mindestens zum Ausschluss von Krieg. Aber daran haben wir uns definitiv geirrt und das muss geklärt werden. Darüber muss man sich auch Rückfragen stellen. Was heißt das? Da hat der Kollege Schmidt recht. Was heißt das für China? Was heißt das für den Umgang mit anderen totalitären Regimen, die wir auf der Welt ja auch noch bedauerlicherweise haben? Haben wir bei der früheren Großen Koalition so ein bisschen die Situation mitgehangen, mitgefangen. Aber schauen wir nach vorne, das, was Sie beide ja auch reklamiert haben, schauen wir auf dieses 100 Milliarden sogenannte Sondervermögen. Ich sage immer gerne Sonderschuld, weil Vermögen, das hat man irgendwie, aber das soll ja ausgegeben werden. Insofern bin ich mit dem Begriff nicht so ganz im Reinen, auch wenn das haushaltstechnisch tatsächlich so heißt. Diese 100 Milliarden wird seitens der Union gelegentlich bezweifelt, ob die tatsächlich in die Richtung ausgegeben werden und dafür ausgegeben werden, wofür sie aus Sicht der Union zumindest ausgegeben werden sollen. Wie wird das Verfahren sein, Herr Schmidt? Gibt es da schon ein bisschen mehr Erkenntnisse drüber? Weil die Union fordert ein Mitspracherecht ein, wenn sie das mit verabschieden soll, weil eine Grundgesetzänderung nötig ist. Helfen Sie uns ein bisschen. Also selbstverständlich wird die Union eng mit einbezogen. Aber wie? Wir wollen ja gemeinsam das Grundgesetz ändern. Und ich meine, zunächst mal müssen wir den Text definieren, der dieser Grundgesetzänderung zugrunde liegen soll. Das heißt, über den Text wird auch die Zweckbestimmung dieses Sondervermögens genau festgelegt. Und für uns ist klar, es geht um die Bundeswehr, um die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit. Und dann werden wir jährlich im Haushalt festlegen, wie viel aus dem Sondervermögen entnommen werden muss für bestimmte Rüstungsprojekte. Das kann naturgemäß noch nicht so konkret sein, vielleicht für die Haushaltsjahre 2022, 2023 sehr konkret. Für die Folgejahre brauchen wir da auch eine gewisse Flexibilität. Aber ich glaube, wir werden uns da mit der Union einig, denn wir haben das gemeinsame Ziel, dass die Ausstattung der Bundeswehr massiv verbessert werden muss. Da haben wir Nachholbedarf. Da gehen Sie mit? Da gehe ich mit. Auch mit dem Verfahren?
Also dem Kollegen Schmidt nehme ich ab, dass wir beteiligt werden. Nur bis heute geschieht es nicht. Das ist etwas bedauerlich. Das müsste nun auch langsam geschehen. Wir sprechen in der Tat über den Verfassungstext jetzt. Wir wollen eigenartige Rolle für die Union als Opposition, nicht mehr und nicht weniger, als dass die Aussage von Bundeskanzler Scholz, erstens 100 Milliarden für die Bundeswehr, zweitens 2% ab jetzt und dauerhaft, dass diese Aussagen umgesetzt werden. Wenn das geschieht, dann sind wir im Boot. Ich habe keinen Zweifel, dass die SPD das jedenfalls in ihrer ganz übergroßen Mehrheit will. Bei den Grünen habe ich Zweifel. Das muss innerhalb der Ampel geklärt werden. Aber wir sind da konstruktiv. Wir setzen in diesen Fragen nicht auf Fundamentalopposition. Wir beteiligen uns. Wir haben eigene Vorstellungen dazu, wie das in der Bundeswehr verwendet werden sollte. Aber wir wissen auch, wir regieren jetzt nicht. Und wenn diese Mindestbedingungen umgesetzt werden, dann werden wir uns daran konstruktiv beteiligen. Gucken wir, ob wir zwei Punkte wenigstens gekürzt noch thematisiert kriegen, die im Moment in dieser Diskussion eine große Rolle spielen. Das eine ist das Energieembargo gegenüber Russland. Herr Schmidt, wie lange wollen Sie das noch durchhalten, weiter Gas und auch Öl aus Russland zu importieren nach Deutschland? Bei Kohle scheint es ja jetzt zu einem Ende zu kommen durch die EU-Kommission. Ich kenne alle wirtschaftlichen Argumente, die da eine Rolle spielen, aber sind die noch tragbar angesichts der Lage in der Ukraine? Muss man jetzt vor einem moralischen Hintergrund einfach sagen, so Feierabend, wir suchen nach Alternativen auf der Stelle und wir drehen den berühmten Gashahn jetzt von uns aus zu? Also bei Öl und Kohle haben Sie ja zu Recht darauf hingewiesen, da sind wir dabei, ein Ausstiegsziel, ein Ausstiegsdatum festzulegen, zusammen mit den europäischen Partnern. Und das kann auch relativ rasch geschehen, nach allem, was wir hören vom Bundeswirtschaftsministerium. Bei Gas ist die Frage. Ist es komplizierter und da halten wir daran fest. Wir können nicht aus einem moralischen Impetus heraus eine Sanktion verhängen, die uns auch in große Schwierigkeiten bringt und die Dauerhaftigkeit der Sanktionspolitik und die Nachhaltigkeit auch unserer Wirtschaftspolitik gefährdet. Denn der Ukraine ist ja nicht geholfen dadurch, dass wir uns selber schädigen, sondern dass wir weiterhin sie finanziell und militärisch unterstützen. Und ich glaube, nach den Massakern in Butscha und wahrscheinlich auch an anderer Stelle kommt es mehr denn je darauf an, mit Waffenlieferungen konkret den militärischen Abwehrkampf der Ukraine zu unterstützen. Mhm. Und genau das wollen wir tun. Ein bisschen was kriegen wir noch hin. Am 10. März hat Friedrich Merz gefordert, auch Nord Stream 1 abzuschalten, wenn man das so formulieren kann. Ist das immer noch Position der Union? Ja, selbstverständlich. Wir sind für mehr Entschiedenheit. Und es ist bedauerlicherweise so, alles, was wir an Russland zahlen, in welcher Währung auch immer, hilft am Ende Putin, diesen Krieg fortzusetzen. Und wir wollen nicht, dass Putin gewinnt, sondern dass die Ukraine gewinnt. Und wenn das ernst gemeint ist, dass jetzt wirklich die Waffenlieferungen an die Ukraine effektiver und schneller werden, dann wäre das sehr gut und wichtig. Aber es muss auch geschehen. Das, was bisher da seitens insbesondere der Verteidigungsministerin geleistet worden ist, das ist mehr Chaos und Unstimmigkeit. Und deswegen ist die Bundesregierung hier gefordert, jetzt endlich effektiver zu werden. Und das müssen wir an dieser Stelle so stehen lassen. Vielleicht widerspricht der Bundeskanzler, den ich schon gesehen habe im Plenarsaal auf dem Monitor, den ich hier in dieser Richtung habe. Der ist schon da. Sie dürfen jetzt auch ganz fix reingehen. Danke, dass Sie heute Mittag bei uns gewesen sind. Ja. Vielen Dank, Herr Wadephul. Vielen Dank, Herr Schmidt. Und wir, meine Damen und Herren, schauen direkt rein in den Plenarsaal.